Ja, willkommen zur neuen Folge. Wir möchten uns heute vor allem damit beschäftigen, wie wir mit Audacity aufnehmen können und vor allem halt auch bearbeiten, zerschneiden, die Tonspur überarbeiten und vor allem auch aus fremden Quellen Sachen hinzufügen können. Wir starten erstmal mit der Bildschirmfreigabe. Moment. Genau, also Thema Bearbeiten und Schneiden von Tonspuren mit Audacity. Wieder als Wiederholung, warum eigentlich Audacity? Es ist Open Source, wir können das Ganze kostenfrei verwenden. Es ist generell plattformunabhängig, das heißt, ihr kriegt das Ganze für Windows, für Macintosh und natürlich auch für Linux. Und generell habt ihr eine unglaubliche Fülle an Tools zum Einstellen. Ich habe gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wir werden uns einige davon angucken und uns überlegen, wie wir sie einsetzen können. Und darüber hinaus gibt es noch ganz, ganz viele andere Optionen, in die ich mich selbst gar nicht eingearbeitet habe, weil es auch eine Menge ist. Und so viel quasi auch schon zum Mini-Präsentation. Wir legen direkt los, weil wir wollen heute mal einfach gucken, wie das funktioniert. Genau. Also, wir nehmen erstmal Audacity. Ich möchte euch heute erstmal vor allem auch zeigen, wie verschieden gut die Qualitäten sind. Wir lassen erstmal das Mikrofon, was ich auf meinem Kopf habe. Das ist das Sennheiser in dem Fall. Und hier sehen wir schon, dass das Profil relativ leise ist. Das können wir nachher noch bearbeiten. Und als kleines Feature habe ich heute noch ein etwas größeres Mikrofon. Das sieht man jetzt vielleicht im Kleinen. Das ist ein Kondensatormikrofon, dass wir vor allem für Podcast-Aufnahmen nehmen. Zack. Und hier sehen wir schon, dass das Profil etwas anders aussieht und vor allem insgesamt ein bisschen leiser ist. Das bearbeiten wir nachher auch nochmal ganz gut. Und wieder weg. Hören wir uns das Ganze mal an. Und hier sehen wir schon, dass das Profil relativ leise ist. Das können wir nachher noch bearbeiten. Und hier sehen wir schon, dass das Profil etwas anders aussieht und vor allem insgesamt ein bisschen leiser ist. Das bearbeiten wir nachher auch nochmal ganz gut. Genau, also wir haben schon gemerkt, insgesamt die Lautstärken sind deutlich verschieden und sie haben verschiedene Stärken an Rauschqualitäten dabei. Erstmal zoomen wir das Ganze ein bisschen ran. Mit der Steuerungstaste können wir das Ganze ein bisschen entzerren. Und jetzt möchten wir erstmal dafür sorgen, dass das wenigstens halbwegs laut wird. Wir markieren den ersten Bereich und gehen schon mal über den ersten Effekt. Wir nehmen nämlich jetzt mal Effekt Normalisieren. Normalisieren heißt, dass wir die Tonspuren ungefähr alle auf gleichen Level bringen. Und zack, das sehen wir es doch schon. Das Ganze machen wir im zweiten Bereich auch. Hören wir es ganz mal an. Und hier sehen wir schon, dass das Profil etwas anders aussieht und vor allem das war hier im zweiten Bereich, im ersten. Das können wir nachher noch bearbeiten. So, das heißt, die haben jetzt ungefähr gleiche Lautstärke bekommen. Ich habe jetzt extra auch gezielt beide Tonspuren getrennt, normalisiert. Wenn ich das Gesamt machen würde, würde er natürlich das Programm annehmen, dass das gesamte Werk sozusagen normalisiert werden muss. Das heißt, er würde quasi alles mitteln, aber nicht die Bereiche an sich gleich hoch mitteln. Als nächstes hätten wir natürlich das Problem, wir haben jetzt so ein bisschen Pausen dazwischen, so diesen Bereich hier. Aber wir hören schon, da ist ein Rauschen mit dabei. Das heißt, wir wollen erstmal gucken, wie kriegen wir das Rauschen weg. Auch da haben wir Effekte für, nämlich den Rauschverminderer. Wir haben jetzt den Bereich markiert, wo das Rauschen relativ gut zu hören ist. Das heißt, hier können wir das Rauschprofil ermitteln. Wenn wir jetzt den Bereich markieren und wieder auf Effekt Rauschverminderung gehen, können wir das quasi direkt durchziehen lassen. Und wir sehen schon, zack, dass hier die Beulen wirklich raus sind. Das heißt, insgesamt. Und hier sehen wir schon, dass das Profil relativ leise ist. Das können wir nachher noch bearbeiten. Auch hinten merkt man es relativ gut. Das Rauschen ist wirklich weg. Auch das andere Mikrofon hat einen relativ guten Rauschbereich. Den sieht man hier vorne nämlich auch schon wieder ganz gut. Auch den markieren wir erstmal. Gehen wieder auf Rauschverminderung, Rauschprofil. Markieren die Tonspur. Und lassen auch hier das Profil erstmal wirken. Und zack, auch hier sehen wir ganz gut, das passt auch hervorragend. Hören wir mal rein. Und hier sehen wir schon, dass das Profil etwas anders aussieht. Das klingt doch hervorragend. Jetzt merken wir aber auch so, also jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt sozusagen verschiedene Tonspuren gehabt von verschiedenen Personen. Die haben jetzt gleich laut bekommen und wir haben das Rauschen entfernt.
wie gesagt, auch da verschiedene Arten von Rauschen, die kann man jetzt gut entfernen. Jetzt möchte man natürlich, dass das Ganze nicht ganz so zerstückelt klingt. Das heißt, hier vorne ist relativ viel Pause, hier zwischen ist ein ganz guter Bereich da. Das hätten wir gerne alles zusammengerückt, damit das Ganze ein bisschen runder klingt. Das können wir ganz einfach machen. Wir markieren den Bereich, den wir löschen möchten und drücken den Entferntaste. Zack, weg. Das gleiche Spiel hier hinten. Und wir haben die Tonspuren quasi schon mal deutlich zusammengerückt. Das Ganze können wir auch dann noch bearbeiten. Sagen wir mal, hier wäre bearbeiten. Und hier sehen wir schon das. Hier wäre so ein Bereich, den würden wir gerne entfernen. Das heißt hier, diese Störgeräusche, die noch dazwischen sind, die hätten wir gerne still. Da gibt es hier oben den Button, Auswahl in Stille umwandeln. Zack. Also hier wird uns sozusagen alles an Beulen entfernt. Wir haben einen kompletten stillen Bereich in dem Moment. Und hier hinten haben wir auch noch ein Stück, was wir rausschneiden können. Ja, übrigens, hier hinten hören wir auch das Klicken meiner Maus. Auch das ließe sich entfernen. Das Klicken selber ist aber relativ anstrengend zu entfernen. Also, ja, ich habe es schon mal versucht. Er kriegt sich wirklich gut raus. Man kann da eine Menge reinstecken an Arbeit. Ich würde es einfach entweder ignorieren oder löschen. Im Prinzip, ich habe auch Screencasts schon gemacht. Da ist ja das Klicken an sich ein Feature. Ich will ja zeigen, dass ich hier einen Rechtsklick mache oder einen Linksklick mache. Wenn ich das nicht höre, ist das irgendwie ein bisschen anstrengender insgesamt. So, das heißt, wir haben jetzt sozusagen schon mal eine Datei noch bearbeiten. Und hier sehen wir schon, dass das Profil etwas anders aussieht und vor allem insgesamt ein bisschen leiser ist. Das bearbeiten wir nachher auch nochmal ganz gut. Das können wir ja auch rausschneiden. Wir haben es bearbeitet. Zack. Edge, Badge. Und jetzt haben wir genau die Tonspur so, dass wir sie eigentlich ganz rund haben. So, wir haben also bisher Rauschprofile entfernt. Wir haben die Tonspuren normalisiert. Jetzt die nächste spannende Frage. Was mache ich denn mit externen Quellen? Das heißt, ich habe jetzt schon eingesprochen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze als Aufgabe rausgebe, liebe Schülerinnen und Schüler, nehmt mir bitte Audiokommentare auf, kommentiert irgendwas. Ich würde das Ganze gerne hinter zusammenschneiden. Die Rechte muss ich mir vorher reinholen, aber jetzt hätte ich das Ding da. Zum Beispiel als Datei vom Smartphone. Da haben wir schon hinten dran, also MP4, MP3 kennen wir irgendwie, aber eine AAC-Datei, das ist ein Audioprofil, was eben sozusagen standardisiert auf meinem Android-Smartphone ausgegeben wird. Bei Apple-Geräten müsste das eine M4U sein, das ist irgendwie ein anderes Format. Da gibt es verschiedene Formate dazu. Also das müsste man quasi reinholen. Ich habe beim letzten Mal schon gezeigt, dass das nicht so einfach geht, weil er das sich sagt, kenne ich nicht. Woraufhin mit der Kommentar hinterlassen wurde, ja, geht auch mal darauf ein, dass es die sogenannte FFmpeg-Bibliothek gibt. Vielen Dank dafür, das haben wir euch auch gleich übernommen. Es gibt die FFmpeg-Bibliothek, die kann man hinzufügen. Das heißt, wenn man sagt, Audacity, fügt man die Datei hinzu, dann kann passieren, dass Audacity sagt, kenne ich nicht. Aber wir haben eine Möglichkeit, eine externe Bibliothek hinzuzufügen. Die habe ich mir auch mal angeguckt und runtergeladen. Die findet ihr hier, Link wird in den Shownotes kommen. Im Prinzip ist das eine offene Bibliothek, die kann man sich kostenfrei runterladen und dann eben gibt es eine extra Version nur für Audacity. Die kann man sich dann quasi in diesen Bereich herunterladen. Die installiert man einfach nur. Man sollte sich dann merken, wo man sie installiert hat, weil Audacity kann sie zwar selber finden, aber findet sie nicht zwangsweise immer selbst. Man fügt die hinzu und dann kann Audacity mit ganz vielen anderen Dateiformaten auch arbeiten. Das habe ich bereits gemacht. Das heißt, wir können uns hier einfach unsere Datei vom Smartphone nehmen und die einfach hinten ran hängen. Die machen wir mal stumm. Das ist eine Beispieldatei für eine Audioaufnahme mit einem Smartphone. So, das heißt, wir haben jetzt dann jetzt hier unsere extra Spur hinzugefügt. Die können wir jetzt auch überarbeiten und entsprechend die oben anfügen zum Beispiel. Das heißt, das wäre eine einfache Möglichkeit. So könnt ihr eben mit verschiedenen Dateiformaten von verschiedenen Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten, das Ganze einpflegen als Audiodatei und das Ganze dann bearbeiten und einschneiden. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, ein Video zu nehmen. Da hatte die Kollegin Sonja bereits vorgestellt, dass es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, mit auch CC-lizenzierten Videos zu arbeiten und nur die Audiospur zu nehmen. Die Frage ist, wie machen wir das Ganze? In dem Beispiel möchte ich mal zeigen. Ich habe mir von YouTube ein Video rausgesucht, was unter CC-Lizenz steht. Das heißt Vogelgezwitscher. Es geht 15 Minuten lang. Und dank des MPEG-Codecs kann ich auch hier sagen, öffne die Datei einfach selbst.
Man sieht, das dauert einen Moment, aber er zieht mir jetzt im Prinzip die gesamte Tonspur 15 Minuten lang hier rein. Wir zoomen mal ein bisschen ran. Zoomen geht übrigens mit Steuerung und Mausrad, also ihr könnt quasi ranzoomen in dem bestimmten Bereich. Und hören wir uns doch mal diesen Bereich an. Überraschung, das ist Vogelgezwitscher. Jetzt möchte ich an dieses Vogelgezwitscher übernehmen. Dafür habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte einmal sagen, eigentlich brauche ich von der restlichen Datei gar nichts weiter. Ich möchte genau dieses Stück haben. Dann könnte ich hier oben drauf gehen und sagen, Audio außerhalb der Auswahl ausschneiden. Zack, dann ist quasi das Stück isoliert. Man sieht, der Rest ist quasi jetzt komplett weg. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich kann auch direkt sagen, mit Steuerung Copy, also Steuerung C, kann ich das Ganze einfach ausschneiden und an einer bestimmten Stelle in meiner Originaldatei anhängen. So hätte ich jetzt quasi in meiner alten Datei das Vogelgezwitscher eingefügt. Das kann ich jetzt hier verschieben und bündig hinten anschließen. Das wäre die eine Möglichkeit, die Dinger hintereinander anzufügen. Jetzt möchte ich aber vielleicht nicht zwangsweise das Vogelgezwitscher als Extrastück dazwischen haben, sondern ich hätte gerne eine eigene Spur dafür. Das heißt, ich könnte hier noch eine neue Spur hinzufügen. Na. Und könnte sagen, okay, den Bereich, den ich oben habe, bitte in der Spur. Auch den kann ich jetzt verschieben, wohin ich ihn haben möchte. Jetzt sage ich mir, ja, klingt ganz gut. Gehen wir nochmal voran. Und hier sehen wir schon, dass das Profil relativ leicht ist. Aber das Vogelgezwitscher hört ja quasi auf. Ich hätte aber gerne genau dieses Stück, ich bin jetzt ein bisschen pedantisch, ich möchte genau dieses Stück wiederholen. Das heißt, ich kann auch hier sagen, ich markiere mir diesen Bereich. Und gehe auf Wiederholen und kann dann sagen, wiederhole mir das Ganze 10-mal. Zack. Das heißt, jetzt habe ich quasi einen Loop. Ich habe quasi das gleiche Sequenzstück als Extraspur hinten dran. Hören wir mal rein. Und hier sehen wir schon, dass das Profil relativ leise ist. Das können wir nachher. Genau. So, nächstes Problem. Die Spur ist relativ laut. Ich markiere mir den Bereich und sage, okay, das ist das Hüllwerkzeug. Da kann ich quasi jetzt hier festlegen, wie laut, wie leise das entsprechende Segment wird. Auch das könnte ich wieder über die Lautstärke selbst regeln. Also auch da gibt es die Möglichkeit, das Ganze über Effekt verstärken. Entsprechend, ich kann auch negativ verstärken, das Ganze leiser machen. Ich kann aber genauso gut sagen, ich regle das einfach rauf runter über das Hüllwerkzeug. Und hier sehen wir schon, dass das Profil relativ leise ist. Genau, das heißt, die ganze Spur wird ein Stück leiser. Ich könnte auch hier mit dem Hüllwerkzeug bestimmte Bereiche markieren und quasi nur einen bestimmten Ton verstärken und dadurch eben sozusagen einen bestimmten Fokus legen. Das heißt, wenn ich einen markanten Schrei habe in meiner Aufzeichnung, den möchte ich gerne super laut haben, dann könnte ich das genau extra reinbauen. Das wäre quasi sozusagen die Mini-Version von, wie kriege ich jetzt eigentlich sozusagen aus einem Video eine Tonspur erstmal in Audacity rein und kann mir dann Bereiche daraus rausschneiden. Eine Idee, die ich dabei hatte, war dann sowas wie, wir nehmen ein Interview mit einem bestimmten Menschen und sagen, okay, ich möchte gerne eigentlich, das Video brauche ich gar nicht, ich möchte aber das ganz gerne als Aufgabe rausgeben, mach eine Erörterung dazu, wie stehst du dazu, mach mal bitte eine Auflistung, pro, contra und da reicht mir eigentlich eine Audiodatei komplett aus. Das wäre so eine Möglichkeit dafür, die mir so durch den Kopf gegangen ist. Prinzipiell können wir also jetzt auch verschiedene Dateitypen öffnen. Wir können selber Videos nehmen, wir können Videos von YouTube nehmen, wir können Videos aus verschiedenen anderen Quellen, Vimeo etc. nehmen und die ganzen entsprechend bearbeiten. Eine andere Aufgabe wäre natürlich zu gucken, wie lang ist die Audiospur eigentlich und dann Bereiche neu einzusprechen. Das wäre auch eine Möglichkeit, also entweder zu sagen, okay, wir nehmen ein englischsprachiges Video und machen ein deutschsprachiges Video aus. Dann weiß ich auch okay, ich habe genau 5 Minuten und 20 Sekunden, dann kann ich genau sagen, okay, in dem Bereich muss eingesprochen werden und wann welcher Bereich ist, das kann ich auch markieren. Genau.
Was ich dann noch machen kann, ist halt wirklich Bereiche isolieren. Ich kann auch Stille hinzufügen, entsprechend dann auch hier unten gezielt Bereiche nochmal ausblenden. Wenn ich sage, okay, eigentlich ist mir die Sprachsequenz gerade sehr wichtig, dann kann ich hier unten die zweite Spur einfach stummschalten in einem bestimmten Bereich. Also das können wir mal machen. Wir legen sozusagen hier fest, dass ab hier bis zu dem mir eine unglaublich wichtige These ist, dann sage ich, okay, diesen Bereich einfach mal stillschalten. Dann habe ich quasi oben die normale Spur bearbeiten. Und hier sehen wir schon, dass das Profil etwas anders aussieht und sozusagen die Möglichkeit auch da, die Tonspuren getrennt stillzuschalten und so weiter und so fort. Prinzipiell lassen sich hier noch diverse andere Tonspuren noch hinzufügen. Ich kann also auch andere Hintergrundgeräusche einfügen. Ich kann auch mit einem zweiten Sprecher arbeiten. Da würde ich aber ein bisschen vorsichtig sein. Zweite Sprecher würde ich auch da lieber hier oben ansetzen, dass ich sage, okay, die sprechen ja abwechselnd miteinander zum Beispiel. Wenn ich ein Streitgespräch simulieren möchte, wo beide gleichzeitig sich anbrüllen, dann kann ich das auch gut darstellen. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen sehr aufwendig. Genau. Sozusagen als Mini-Idee dahinter. Genau, also wie gesagt, die FFmpeg-Bibliothek zum Einfügen von Fremdquellen ist ganz sinnvoll. Und da haben wir quasi jetzt gesehen, wie wir aus verschiedenen Quellen Audios integrieren können, kombinieren können, verschieden laut, verschieden leise stellen können, auch entsprechende Verstärkungen von bestimmten Tönen noch erzeugen können. Und wie immer, der Ton ist wichtiger als das Bild, aber selbst gemacht, das kann auch ruhig mal ein paar Ecken und Kanten haben. Versucht nicht so viel Zeit reinzustecken, wie ihr habt, sondern eben, wie viel ihr wirklich reinstecken wollt. Das heißt, im Prinzip, irgendwann seid ihr hoffentlich mal fertig mit dem ganzen Werk und könnt das Ganze veröffentlichen. Und dann darf das ruhig ein paar Kanten haben, weil das macht irgendwie ein bisschen den Charme aus von Selbstgemachten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Runde. Nächstes Mal gucken wir uns dann wirklich an, wie wir das ganze Werk dann finalisieren und dann quasi auch dann veröffentlichen können und können auch überlegen, wo wir das Ganze veröffentlichen wollen.